this is Obsidian Care 2, and we are here at Mira Luna Academy, where all the workshops taking place. So let's see what they have to offer. Hello, my name is Lady Amran. I'm here at Mira Luna. We just finished the Express Yourself workshop. It was for people to come on stage and talk about what mattered to them. It's amazing that Mira Luna gives people this opportunity to truly express themselves. They've always championed individuality, and I love the fact that they let people come up and talk. Es war echt mega grandios, muss ich sagen. Also ich habe mich auch deswegen für den Workshop angemeldet, weil ich wirklich meine Meinung, die es da oben ausgeäußert hat, wirklich in die aller Welt tragen will. Naja, viele sehen ja so Festivals, saufen und ja, so hat man meine Chance, auch mal darüber hinaus was zu machen. Das finde ich eigentlich ganz schön. Ich bin Saskia Kiselova. Ich habe schon zwei Workshops jetzt hier gemacht. Das ist der Skateboard-Coaching und mache gleich auch noch zwei weitere davon. Und zwischendrin bin ich jetzt mit für das Fotoshooting hier. Das heißt, vor der Kamera zu gucken, wie man posiert, weil manchmal macht man vielleicht eine tolle Pose, aber aus der Perspektive der Kamera ist es nicht so schön. Das heißt, vielleicht hat man dann auf einmal ein Doppelkinn oder man guckt in die Nase rein oder so. Das ist nicht so schön auf den Fotos. Das heißt, ich gebe so ein paar Tipps, was man jetzt besser machen kann oder wie man sich vielleicht ein bisschen dreht und schon sieht es irgendwie schöner aus im Outfit und im Licht. Ich bin Jessica Schulz, bin von blackfascination.de und bin hier quasi für die Fotos zuständig. Jetzt auch bei dem Foto-Workshop bin dann halt die Fotografin von ihr sozusagen. Also ich finde, dass Mira Luna gibt sich schon Mühe, dass es immer wieder was Neues gibt irgendwo. Das finde ich ganz nett. Unser eigentlicher Plan war, dass wir hierher kommen und uns einfach anhören, wie man sich nett vor die Kamera stellt. Und wir haben gedacht, es gibt so eine Art Stuhlkreis und vielleicht macht jemand so ein paar Testbilder, dass wir hier dann nachher auf der Bühne stehen. War nicht so ganz unser Plan, oder zumindest nicht meiner. Aber wir haben es halt trotzdem mitgemacht, weil es macht Spaß und war eine Erfahrung. Also auf jeden Fall ist es hilfreich, dass die rothaarige Dame einem ein paar Tipps gibt, wie man sich stellen soll. Und das hat schon ein bisschen geholfen, dann ein bisschen vernünftigeres Foto rauszukriegen als sonst. Also was so die Haltung angeht, das sieht man halt nicht selber unbedingt, wenn man jetzt in der Situation ist. Also wir haben dieses Jahr eigentlich das erste Mal bei den Academy-Sachen mitgemacht und ich fand es eigentlich soweit ganz gut. Ich finde es eine nette Abwechslung, dass es jetzt auch so die Academy gibt seit ein paar Jahren, weil es mal was anderes ist, weil man die Chance bekommt, neue Sachen auszuprobieren. Wir waren auch schon bei einem Workshop, wo man sich schminken lernt. Also nächstes Jahr ist mein 10. Mira und ich werde wahrscheinlich auch noch in 10 Jahren hierher kommen. Und was halt schön ist, es ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein, es ist gut organisiert, die Duschen sind sauber, die Toiletten eigentlich auch halbwegs. Kann man, also zumindest für Festival, kann man da nicht mehr erwarten. Ich bin der Tobias, wir machen hier die Make-up Academy. Wir erklären eigentlich Schritt für Schritt, wie man die absolute Grundlage für ein Make-up schafft, worauf man dann diese ganzen ausgefallenen, abgedrehten Make-ups selber kreieren kann. Nur wenn die Basis stimmt, dann sieht es halt insgesamt gut aus. Und viele vergessen oftmals, von vorne anzufangen. Also wir sind ausgebucht, muss echt gucken, dass man sich frühzeitig anmeldet, weil der Bedarf ist einfach da. Leute sind sehr interessiert am Make-up, die wollen wissen, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich ganz cool, dass sie so offen sind, die Menschen hier. Und auch, wir haben Jungs hier drin, wir haben alle möglichen Menschen, von jung bis alt, die wollen alle wissen, wie es funktioniert. Und das ist eigentlich ziemlich geil, dass so eine große Familie zusammenkommt und einfach ja, Spaß im Make-up hat. Wir haben gerade einen Workshop gehalten auf dem Mira Luna Festival über Geräusche und Film. Wie kommen die Geräusche zum Film? Insbesondere natürlich passend zum Festival über Gruselgeräusche, die der Peter besonders gut machen kann. Ja, ich bin der Geräuschemacher, der Peter Sandmann. Ich mache das seit über 20 Jahren. Ausschließlich vom Geräuschemachen lebe ich und mache Geräusche für Film, Hörfunk, Fernsehen, Werbung, aber auch live auf Bühnen. Wir haben ganz viele Sounds vorgespielt, natürliche Sounds, sehr gruselige Sounds. Aber der spannendste Teil war tatsächlich, wir haben die Zuschauer dazu animieren können, auf die Bühne zu kommen. Wir haben einfach Zombies nachgemacht oder sich erschreckende Leute, Mumien, die aus einem Verlies aufstehen und die entsprechenden Geräusche dazu. Das ist eigentlich so der spannendste Teil. Also ich musste machen, eine Frau, die in Räumlichkeiten herumlief, den Atem darzustellen in den verschiedenen Geschwindigkeiten und dann zum Schluss auch einmal kurz zu schreien. Ein bisschen zu schreien. Also ich dachte im ersten Augenblick, ich kippe um, als ich auf der Bühne stand. Und ich dachte, um Himmels Willen, hoffentlich kriege ich das auch noch hin.
Und dann fing ich an zu atmen und ich dachte bis zum Schluss, hoffentlich ist der Film gleich zu Ende, sonst kippe ich wirklich um. Ich bin da voll auf begeistert. Das war so eine tolle Performance, die hier gebracht haben. Ich bin hin und weg. Ich hoffe, dass sie nächstes Jahr das nochmal machen. Also ich muss sagen, ich habe auch sonst kein Festival so etwas gehabt, weil irgendwann, wenn man nur Musik hat, wird es langweilig. Aber hier kann man, je nachdem, wie man gerade drauf ist, sich irgendwas zu machen, was man gerade Lust hat. Das war sehr interessant, alles neu natürlich für mich und sehr aufregend auch, also sehr schön. Wir haben einen Teil eines Films nachvertont und zum einen mussten wir die Körpergeräusche der Zombies nachvertonen und als zweites dann auch die Geräusche, die die Zombies selber machen, also das Stöhnen und das Atmen. Es war sehr interessant, war ein toller Blick hinter die Kulissen und ja, sehr speziell alles. Man hat gar keine Vorstellung, wie das im wirklichen Leben am Film so abläuft, dass das meiste tatsächlich nachvertont wird und nicht während des Drehs schon aufgenommen wird. Super Festival. Tatsächlich. Es ist fantastisch organisiert von der Kommunikation der Leute, die es machen. Die Leute, das Publikum hier, die hierher kommen, sind alle super nett. Crazy Kostüme. Ich war und bin gerne hier. Sehr, sehr, sehr schön. Es war ein großer Spaß, weil die Leute auch gerne da waren und mitgemacht haben. Das ist nicht so selbstverständlich. Genau. Nächstes Jahr brauchen wir noch mehr Zombies auf der Bühne. Und ich denke, wir finden hier genug. Next year, Mariluna is gonna come up with even more stuff for you guys. So make sure to check all of that out. Be here next year. I'm Bia and this is Mariluna 2018.